Ja, guten Tag, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Wir sind ja jetzt inzwischen schon ein bisschen beim Winterwahlkampf angekommen. Ja? Also der Sommer scheint vorbei zu sein. Was gerade so stark suggeriert wird, auch von Merkel, und was, glaube ich, auch die AfD gerade so stark macht, ist der Eindruck, die Wahl wäre ohnehin schon gelaufen und alles läuft darauf raus, dass Frau Merkel wieder Kanzlerin wird in diesem Land. Ich glaube, das soll bewusst genährt werden. Für mich ist diese Vorstellung, ehrlich gesagt, unerträglich. Weitere 4 Jahre Merkel, was heißt das denn? Das heißt eben, dass die Verkäuferin und die Erzieherin in Frankfurt auch die nächsten 4 Jahre keine bezahlbare Wohnung finden wird. Das heißt, dass die Hartz-IV-Bezieherin am Ende des Monats 4 Jahre lang nicht weiß, wie sie über die Runden kommen soll. Und das heißt, dass sich die Krankenpflegerin Rollschuhe anschnallen muss, damit sie von Patient zu Patient kommt, wegen dem nicht mehr zu übersehenden Personalmangel. Nein, keine 4 Jahre Merkel. Frau Merkel muss am 24. September abgewählt werden. Und alle haben es gesagt, es ist ärgerlich. Die SPD hat es vergeigelt. Der Schulz hat oft soziale Gerechtigkeit gemacht im Anfang. Dann haben viele gesagt, jetzt wird die SPD wieder sozialdemokratisch, können wir sie vielleicht wählen. Und er hat ehrlich gesagt gar nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, ja, ich kenne da einen Feuerwehrmann, das ist nämlich mein Nachbar und der verdient auch nicht so viel. Und dann kenne ich ein junges Ehepaar, das kann in der Großstadt nicht mal die Miete bezahlen. Und im Übrigen ist doch eine Schweinerei, dass Starbuck weniger Steuer bezahlt als der Bäcker um die Ecke. Und es hat schon gereicht, nach oben zu treiben. Und dann kam nichts. Nichts. Und dann kamen die Wahlen in Schleswig-Holstein und in NRW. Und dort haben Kraft und Stegner gesagt, ihr wichtigstes Ziel wäre, die Linke aus den Landtagen rauszuhalten. Ja, wo leben wir denn? In der heutigen Zeit muss es doch unser wichtigstes Ziel sein, die AfD aus den Landtagen und aus dem Bundestag herauszuhalten. Und dann hat er damit angefangen, dass es ihm eigentlich ganz lieb wäre, mit der FDP zu koalieren. Und dann war natürlich jede Glaubwürdigkeit am Arsch auf Schwäbisch. Ja? Weil wenn du glaubst, du kannst mit der FDP soziale Politik machen, dann glaubst du auch, dass du Haifische zu Vegetariern erziehen kannst. Mit dieser Partei kannst du keine soziale Politik machen. Die ist durch und durch unsozial. Und ehrlich gesagt, was sich der Lindner jetzt geleistet hat mit dem Bild-Interview, was er gesagt hat, alle Flüchtlinge müssen nach Syrien abgeschoben werden. Der Versuch, rechts die AfD zu überholen, unerträglich. Wer im braunen Teich angelt, der darf sich nicht wundern, wenn er die Gaulands und die Höckes am Haken hat und nach oben zieht. Nein, man darf dem Rassismus und dem Neofaschismus keinen Raum in diesem Land lassen. Und dabei wäre doch soziale Politik so wichtig. Es wurde ja hier viel gesagt, dass die Menschen das Gefühl beschleicht, in unserem Land geht es nicht gerecht zu. Und sie haben recht. Ihr habt es gehört mit den Mindestlöhnen. Ja, ich würde mir einmal wünschen, dass wir nicht jedes Jahr Exportweltmeister bei den Exportüberschüssen sind, sondern einmal bei den Löhnen und bei den Mindestlöhnen an der Spitze in Europa stehen. Und letztens erzählten mir Betriebsräte einer bekannten schwäbischen Automobilfirma folgende Geschichte, die könnte übrigens auch bei Opel hier gelten oder bei VW. Die haben gesagt, wenn du in der innerbetrieblichen Logistik beschäftigt warst oder bist und du bist vor 2004 eingestellt worden, dann bekommst du einen Lohn von 4.400 Euro brutto. Wenn dieser Arbeiter, was häufig passiert ist, durch einen Leiharbeiter ersetzt wurde, dann bekommt er noch 3.300 brutto.
Das sind schon 1.100 Euro weniger für die gleiche Arbeit. Heutzutage wird aber dieser Arbeiter durch eine Werkvertragsfirma ersetzt, die wiederum Leiharbeiter beschäftigt. Und die zahlt ihren Arbeitern 1.700 Euro brutto. Ihr seht also eine Entwertung der Löhne für die gleiche Arbeit um über 65%. Und deshalb, wer mit uns für höhere Löhne und für gute Arbeit kämpfen will, der muss diese Seuche der prekären Arbeit bekämpfen und den Kampf ansagen. Es muss eben Schluss sein mit Leiharbeit, mit dieser Form, modernen Form der Sklaverei. Es muss Schluss sein mit Tarifflucht durch Werkverträge und durch Sozialdumping. Und es muss Schluss sein, dass insbesondere junge Leute, wo auch einige hier auf dem Platz sind, von einer Befristung in die nächste gehen. Nein, in einem reichen Land muss es das Mindeste sein, dass du deine Zukunft planen können musst. Deswegen Schluss mit der Befristerei. Und Frau Merkel will ja immer den Eindruck erwecken, es wäre so toll, wenn es so viele Jobs gibt. Und sie wollen in die Köpfe reinbringen, Hauptsache Arbeit, egal wie sie bezahlt ist und wie gut oder schlecht sie ist. Da kann man nur sagen, diese Leute haben von der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung nichts begriffen. Es ging nie nur um Arbeit. Es ging immer um gute Arbeit, um humane Arbeit und es ging um Respekt und Würde in der Arbeit. Holen wir uns diese Würde und diesen Respekt wieder zurück. Und was ich in der Kürze der Zeit unbedingt ansprechen will, die Linke kämpft nicht nur um Lohn und gute Arbeit und bessere Transferleistungen. Nein, wir kämpfen auch um das Öffentliche. Wir sagen, die Lebensqualität der Menschen bestimmt sich in hohem Maße über den Zustand der öffentlichen Versorgung, Erziehung, Bildung, Gesundheit, Altenpflege, öffentliche Infrastruktur, Zugang zu Kultur und zur Kunst. Und unsere Vision ist, dass alle Menschen zu einem gut ausgebauten System der öffentlichen Daseinsvorsorge gebührenfreien Zugang haben, egal ob du Hartz-IV-Bezieherin bist oder ob du Professorin bist. Und das muss doch in einem reichen Land möglich sein. Und wie ist der wirkliche Zustand? Der Zustand ist, Zehntausende von Lehrern fehlen. Jetzt hat man auf einmal festgestellt, dass 1 Million Schüler mehr da sind, wie geplant. So viel übrigens zur Zuverlässigkeit der demografischen Berechnungen, die uns immer bei der Rente vorgehalten werden. Es fehlen 70.000 Erzieherinnen. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Und über die Bedingungen in den Krankenhäusern kann man sich nur ärgern. In Deutschland werden von einer Krankenpflegerin 10,3 Patientinnen und Patienten betreut. In Norwegen 3,8, in den Niederlanden 6. Ja, wo leben wir denn? Die Menschen sind doch auf menschliche Pflege angewiesen und deswegen müssen auch Menschen in den Krankenhäusern sein. Und über die Altenpflege brauchen wir gar nicht erst zu reden. Du möchtest nicht alt werden und ein Pflegefall sein und nur noch gewaschen und gefüttert werden. Ich finde, das ist unerträglich. Die Menschen, die älter werden, haben ein Recht, in Würde und Respekt alt zu werden. Und was mich in diesem Zusammenhang unsäglich aufregt, ist, dass soziale Arbeit in unserem Land so schlecht bezahlt ist. Wir leisten uns den Luxus, dass wir Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, hier in der Stadt der Türme, deutlich mehr bezahlen als den Menschen, denen wir unsere Kinder, unsere Alten und unsere Kranken anvertrauen. Ich finde, in einer sozialen Gesellschaft muss es genau umgekehrt sein.
Und es hängt natürlich damit zusammen, dass es überwiegend Branchen sind, in denen Frauen beschäftigt sind. Und deswegen reicht der Slogan auch der SPD nicht aus, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. In den Branchen ist das oft der Fall, aber zwischen den Branchen wird sehr unterschiedlich bezahlt. Und deswegen muss unsere Devise sein, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Dann würde es endlich aufhören, dass Frauen 20% weniger Gehalt bekommen als Männer im Durchschnitt. Lasst mich noch ein Beispiel nennen, was uns besonders wichtig ist. In diesen Bereichen Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung haben Markt, Wettbewerb und Profitorientierung nichts verloren. Hier geht es um grundlegende Bedürfnisse und nicht irgendwie um die Produktion von Schrauben oder sonst irgendwas. Und deswegen muss dort nach Bedarf gearbeitet werden. Ich will nicht, dass mein Kind wettbewerbsfähig erzogen wird und dass Kranke und Alte profitorientiert gesund gemacht werden sollen oder dann nicht gesund gemacht werden sollen. Nein, dort muss nach dem Bedarf gearbeitet werden. Und wo wir doch erleben, wo das völlig schief gegangen ist, nicht nur im Gesundheitswesen, ist doch bei Mieten und Wohnen. Mieten und Wohnen hat man völlig dem Markt überlassen. Man hat keine Sozialwohnungen mehr gebaut. Man hat öffentliche Wohnungen verkauft an Heuschrecken. Und man hat Mieten und Wohnen der Spekulation überlassen. Und deswegen sind doch die Mieten in die Decke geschossen. Und viele Leute können sich eine Wohnung nicht mehr leisten. Wie kannst du dir denn in Frankfurt bei Kaltmieten von 12 bis 14 Euro bei 13, 14, 15, 1600 Euro netto überhaupt noch eine Wohnung leisten? Und da sagen wir, Wohnen ist ein Grundrecht, genauso wie Energieversorgung. Und mit Wohnen darf nicht spekuliert werden. Wohnen ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deswegen wollen wir auch 250.000 Sozialwohnungen jährlich schaffen, aber nicht wie die SPD oder die anderen, dass man sagt, okay, private Investoren kriegen Steuervergünstigungen, wenn sie zwischen 10 Luxuseigentumswohnungen eine Sozialwohnung bauen, die dann nach 15 Jahren aus der Sozialbindung geht. Nein, wir wollen, dass gemeinnützig in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand gebaut wird und dass diese Wohnungen ihre ganze Lebenszeit in der Sozialbindung bleiben. Dann hätten wir auch wieder bezahlbare Mieten. Lasst mich noch 3, 4 Sätze sagen zum Bezahlen. Das wurde jetzt schon gesagt. Alle sagen ja, alles schön und gut bei euch, aber wie soll man es bezahlen? Und vergessen, dass wir die Einzigen sind, die eine Rechnung aufgestellt haben, Einnahmen, Ausgaben, wo die Einnahmen sogar höher sind wie die Ausgaben, weil wir den Mut haben, den Reichen und Vermögenden in die Tasche zu greifen. Und wenn du diesen Mut nicht hast, dann kannst du den Leuten alles Mögliche versprechen. Diese Versprechungen sind Schall und Rauch. Nein, wenn es keine Vermögensteuer gibt, keine gerechte Steuerpolitik gibt in diesem Land, wird es keine soziale Politik geben. Und dafür steht die Linke in diesem Land. Und natürlich brauchen wir Vermögensteuer. Das ist das Wichtigste. Die meisten einer. Wir brauchen auch eine höhere Erbschaftssteuer. Das will die SPD auch, aber da kommt es nicht rein, was wir brauchen. Aber natürlich nicht Omas Kleinhäuschen, sondern die Reichen und Superreichen sollen Erbschaftssteuer ordentlich bezahlen. Der Donald Trump, den kennt ihr? Im Übrigen ein Riesenarschloch und ein gefährliches noch dazu, ein gefährliches. Aber er hat einen richtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich gebe dir 3 Tipps, um reich zu werden. Tipp 1, du wirst in eine Familie reingeboren, die dir 250 Millionen Dollar vererbt. Tipp 2 und 3 entfallen.
Und das ist leistungsloses Einkommen. Und da sind wir der Meinung, wer das Glück hat, solchen unverschämten Reichtum zu erben, der darf nicht noch mehr gepudert werden von der Gesellschaft, sondern der soll seinen Anteil zur Finanzierung des Gemeinwohls tragen, wie alle anderen auch in diesem Land. Lasst mich noch zum Schluss drei Sätze, muss schon wieder zum Ende kommen, sagen zu dieser Frage regieren und verändern und der Vorwurf, ihr legt da immer so hohe Hürden, da könnt ihr anderen nicht drüber sprengen oder alles schön, was die Linke sagt, aber alles so Fantasterei. Ich will mal betonen, alles, was hier gesagt wurde, sind keine Fantastereien und auch keine unüberwindbaren Hürden, sondern das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Es muss doch selbstverständlich sein, dass du von deiner Arbeit leben können musst, dass du eine lebensstandardsichernde Rente ansparst, dass investiert wird in Bildung, Erziehung, Gesundheit, dass die sozial Schwächeren gefördert werden, ja, und nicht benachteiligt werden, dass Reiche und Vermögende ordentlich Steuern bezahlen, dass sozial-ökologisch umgebaut wird, dass Friedenspolitik gemacht wird. Das sind doch Selbstverständlichkeiten in einem reichen Land. Deshalb brauchen wir eine starke Linke, parlamentarisch, außerparlamentarisch, damit Selbstverständliches wieder selbstverständlich wird in diesem Land. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus